Wir haben doch keine Zeit, deswegen müssen wir gleich los. Jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, wo denn jetzt die Runway ist. Ich stehe hier wieder mitten auf so einem Stück Rasen. Müssen wir mal gucken, ob er hier was dazu sagen kann. Auf ihm die Geschichte. Ach du je, er muss sich ja echt laden hier. Ui, ui. Überfordern wir den Gutsten und mein Gott, hier ist er schon. Dauern weg. Ja, er braucht ein bisschen länger. Er sucht sich jetzt wahrscheinlich was. Na gut, dann suchen wir uns eben auch was zusammen. Das steht alles außerhalb des Zaunes. Dann wird es wohl nicht zum Flughafen gehören. Und dann bleibt eigentlich eine gewisse Vermutung übrig. Ah ja, hier jetzt. Jetzt ja. Ja, ja, das ist eine recht übersichtliche Geschichte. Ich denke, wir fahren einfach rauf auf die Runway und starten fröhlich drauf los. Das ist ja fast die richtige Richtung. Dann tun wir das so einfach. Bremse weg. Gas rein dafür. Sowas gleicht sich dann wieder aus. Ja, Cessna kommt ja mit wenig Asphalt hin. So, und dann nehmen wir den Schwung auch gleich mit, geben tüchtig Gummi und ja, entfleuchen in den hoheitsvollen nächtlichen oder beinahe nächtlichen Himmel. Ja, das wird ein bisschen eng, aber die Cessna, die kann das. So, und schon entschweben wir in den genannten. Endlich sieht man mal Häuser. Man kriegt so den Eindruck, Deutschland ist im Prinzip unbebaut. Was übrigens eigentlich, also absolut gesehen, auch tatsächlich stimmt. Das mit den Wolken wird mir jetzt etwas unangenehm. Da bleiben wir besser drunter. Deswegen Autopilot an, Höhe an, Autotrottel an und Navigation auch noch an. Dann haben wir eigentlich so ziemlich alles an und fliegen jetzt irgendwo hin. Aber mit der Höhe... Ein paar Berge gibt es da schon noch. Möglicherweise werde ich denn doch noch das... Ah nein, wir drehen da noch wieder ab in eine andere Richtung. Naja. Ups. Directional Gyroid. Zum Glück habe ich hier einen Knopf, mit dem ich das regeln kann. Ja, mal auf den Kompass achten. Ja, da gibt es auch gewisse Abweichungen. Oder gab es. Die ich jetzt händisch behoben habe. Ja, Geschwindigkeit... Bisschen was zugeben, nicht viel, aber immerhin. Wir fliegen da zwar nicht ökonomisch, aber ich bezahle den Sprit ja schließlich nicht. So, wo steht denn die Sonne? Steht da überhaupt noch Sonne? Das ist ein unheimlich dreuender Himmel über mir. So, Höhe wird jetzt gehalten. So eben unter der Wolkengrenze, damit wir nicht eben im totalen Grau verschwinden. Nur noch nach Gehör fliegen. Ja, es geht von Offenburg nach Karlsruhe, Baden-Baden. Seit ich hier rumfliege, stelle ich immer wieder fest, wie viele Städte, deren Namen mir durchaus geläufig sind, nicht mal einen Flughafen haben. Also manche haben gar keinen, manche andere haben irgendwie so einen, den sie sich teilen müssen. Ja, wir haben zum Beispiel hier in Offenburg oder bei Offenburg hätten wir hinten noch Lahr, aber da waren wir ja schon. Außerdem hätte das mit der Entfernung nicht gereicht, ne? Ihr wisst ja, so ungefähr 15 nautische Meilen, da ist noch Ente. Ah. Und wir haben ILS? Oh, wie schön. Das ist ja fein. Ja, Mensch, dann treffen wir da doch gleich mal Vorbereitung. ILS, ILS. Ja, da wollen wir hin. Benson stellen wir einfach schon mal ein. Das ist die 03. EDSB 03. Sind wir schon genug bei? Nein, offenbar nicht. Naja, kommt schon noch. EDSB. Immer wieder erstaunlich, wie schnell ich in der Lage bin, solche Sachen zu vergessen, wie EDSB, das sollte man eigentlich irgendwie im Kopf behalten können, aber nein. Und schwupps, ist es wieder fort. Gucken wir uns einfach mal so lange an der Autobahn an. Oder wir gucken nach draußen und schießen ein Erinnerungsfoto. Ja,
das ist doch mal ein Bild, ne? Schön ranzoomen. Und dann lächeln. Ja. Reuend das Wetter. Oh, wie tief. Ja, doch. Ein paar Meter höher und wir kämen schon in die ersten Wolkenschichten hier rein. Dann bleiben wir vielleicht besser drunter, was? Oh, das wird wieder eine finstere Nacht werden. Oh, und werden wir da so ziellos vor uns hin dölmern? Flattern, fliegen, segeln, gleiten, wie auch immer. Soll ich noch mal gucken, wie das jetzt mit der ILS-Geschichte aussieht? Na, ist er in Reichweite? EDSB, Runway 03. Auch richtig, hoffe ich, ne? EDSB 03 ILS. Wunderbar, wir kommen sehr, sehr tief rein. Naja, was soll's. Die Richtung stimmt ja von vornherein so einigermaßen. Dann gehen wir da schon hin. Jetzt ist es allerdings doch ein bisschen neblig geworden. Tja. Was befindet sich unter uns? Ich weiß es nicht. Dafür habe ich aber ein Radar. Irgendwo. Da. Da habe ich ein Radar. Das lasse ich einfach in der Mitte stehen, weil wir sehen ja sonst sowieso nichts. Das braucht nämlich ein bisschen, bis das Bild sich aufgebaut hat. Also wir könnten schon ein bisschen tiefer. Wir sind jetzt ungefähr 1000 Fuß hoch, aber da wird es dann auch allmählich so, ne, 1000 Fuß, 300 Meter. Da braucht nur mal eine kleine Bodenwelle zu sein und schon hat man da irgendwie so einen Telegrafenmasten oder Funkturm oder sowas im Gebälk. Das wäre nicht gut. Wir nehmen einfach eine Seite hier, da sind wir auf der sicheren Seite. Ja, und ansonsten, ich kann höchstens mal extern unter die Wolkendecke plieren. Ja, indem ich jetzt einfach Abstand nehme und den von unten gucke. Ja, okay, das sind Bäume. So hoch fliegen wir also. Ach ja, die paar Meter, ich glaube, die können wir noch sinken. Setzen wir uns mal rein, da können wir doch gleich besser sehen, wie es aussieht von innen. Ja, ich glaube, das reicht so, ne? So, Altitude Hold, dann brauchen wir auch das Radar nicht mehr. Wenken gleich ein Richtung Flughafen, dann müsste ja auch bald in Sicht kommen. Mit dem Gleitwinkel aus. Oh, da sind wir. Oh, da sind wir aber sowas von drunter. Hm, naja, schön. Ja, was soll's? Oh, guckt mal, eine Autobahnüberführung über irgendwas. Ja, ein Satz? Nein. Überqueren wir dazu völlig einen Fluss, dann macht die Brücke ja sogar Sinn. So kenne ich X-Plane ja gar nicht, mit sinnvollen Brücken. Aber wir fliegen schon niedrig. Man könnte auch tief sagen. Und da ist auch ein Stück Draht im Weg, also, naja, wieder mal Schwein gehabt. Zum Glück scheint mir die Gelegenheit hier, die Angelegenheit eher flach zu sein. Könnten uns höchstens noch irgendwelches Grünzeug einfangen, wenn wir nicht aufpassen. Das ist aber idyllisch. Langsam gehen auch die Lichter an. Der Dunst macht mir Sorgen. Das wird heute Nacht bestimmt wieder kalt. So, wir drehen uns rein.
Das bedeutet, ich kann jetzt von der Navigation erst umschalten auf ILS und zweitens auf Vertical Localizer. Gucken wir mal, was passiert. Erstmal zieht er uns nach oben, wa? Nö, der hält uns jetzt bei 800 Fuß, bringt uns in die Mitte der Bahn. Ja doch, ein bisschen, also er lässt uns langsam ein bisschen steigen. Aber den Gleitslope, also wir sind hier grün geschaltet, haben es also offensichtlich. Trotzdem würde ich gern sehen, wohin wir fliegen. Das wird aber nicht mehr lange der Fall sein. Ja, also wir steigen, wir sind über 900 Fuß. Wir verschwinden jetzt so ganz langsam in den Wolken und hoffen von da an aufs Beste. Aber zum Glück haben wir ja jeder ein Tablet mit erst in der Tasche. Ja, da kann man sehr schön sehen, wie wir hier irregeführt werden. Das irritiert mich. Ich sehe auch mehr Licht auf der anderen Seite. Ach, ich habe vergessen. Oh, ja. Wenn ich mit diesem Ding hier fliege, dann muss ich ja den Winkel einstellen hier. Aber es war den 03, ne? Also 30 Grad muss ich auf dem Mark einstellen, damit der weiß, in welche Richtung eigentlich die Landebahn verläuft. Und das korrigiert er jetzt gerade mal ganz fix. Ja, doch, das wird schon. Außerdem haben wir hier ein Instrument, also genau dieses hier. Das zeigt uns, ob wir in der richtigen Richtung und Höhe fliegen. Im Moment tun wir das nicht. Aber wie wir sehen, alles wird gut. Außerdem kann ich schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rauchen. Ja, also sagen wir mal 70. Ja, und dann die ein oder andere Landeklappe rauswerfen. Trotzdem ist ein komisches Gefühl, wenn man blind fliegt, ne? Aber ich glaube, wir sind immer noch unterm Gleitslope. Ne, wir sind mittendrin. Wir müssen jetzt eigentlich gerade voll den Kontakt kriegen. Ja, kriegen wir jetzt auch gerade. Ich fange auch ganz langsam an zu sinken. Sehr langsam, eigentlich zu langsam. Sicher, dass das passt? Jetzt mache ich das mal wieder selber. Ja, jetzt verlieren wir Höhe und wo ist der Flughafen? Da ist er noch, genau vor uns. So Zufall. Wer hätte das gedacht? An dieser Stelle muss ich einfach mal sagen, ich kann mir das richtig vorstellen, wie viele Piloten in jedem Tag aufatmen, wenn sie dieses Bild sehen und aus einer durchgehenden Wolkendecke hervorbrechen in finsterer Nacht. Wird auch immer finsterer jetzt, ne? Ja, wir segeln herab. Genau, in Karlsruhe. Können wir gleich, wenn das nicht klappt, können wir gleich jemanden verklagen. Das wäre genau richtig hier. Sieht aus wie Dubai oder sowas, ne? Für Arme. So, dann muss ich ja schon wieder mal den Joystick in die Hand nehmen. So, Autopilot, na, jetzt aus. So, und jetzt kann ich mal die Feinfühligkeit des Joysticks hier. Oh, wir haben Seitenwind. Feinfühligkeit des Joysticks mal so richtig auskosten. So, wie war das noch? Niemals das Flugzeug nach unten zwingen. Sondern man muss dafür sorgen, dass das Flugzeug nach unten will. Also Gas wegnehmen, ausschweben lassen. Ja, das geht entschieden besser. Da ist wohl viel dran. Ja. Noch nicht mal großartig zu bremsen hier. Ja, wo ist denn die nächste Ausfahrt? Sind die hier nicht beleuchtet? Doch, da kommt irgendwas Blaues.
Zumindest dachte ich, dass da mal irgendwas kommt. Da sind ein paar blaue Lichter dazwischen. Vielleicht hat das damit was zu tun. Psa. Ja, ich glaube fast. Ne? Das sieht aus wie eine Ausfahrt hier. Da ist da was peinlich. Ich kann es echt kaum erkennen. Ach, da ist Asphalt. Also das stimmt schon. Soll ich jetzt Zickzack fahren oder was? Neben der Landebahn gelandet oder naja, hier sind was blaue Lampen. Ich fahre mal den blauen Lampen nach. Oder den grünen in der Mitte. Ach, der versinkt auch schon so langsam im Zwielicht. Sind unübersichtlich, es sind verdammt viele blaue Lampen hier. Delta 127. Ja, rechts oder links? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich fahre aber einfach rechts rum. Sehr malerisch. Also die Sonne ist eigentlich noch nicht untergegangen. Genau, wir stellen uns einfach in den Hangar rein da. Bei Werfer ist eigentlich ziemlich gut, ne? Oh. Gerade ziehen. Gut, das soll reichen. Handbremse anziehen. Motor ausmachen. Fahrzeugpark fertig abstellen. Und dann gucken wir uns nochmal um. Wetterchen. Aber immerhin, das ist schon mal ein richtiger Flughafen, der auch nach Flughafen aussieht. Hier jetzt Karlsruhe. So, vielen Dank fürs Zugucken. Mal gucken, ob es mit der Zeit hingehauen hat. 17 Minuten, naja, leicht drüber. Vielen Dank fürs Zugucken und viel Spaß beim nächsten Mal.